Ja, woran liegt das denn? Ja, aber das geht auch schon vorm Turnier los. Wir haben auch noch keine verlässliche Linie bei Freundschaftsspielen vor großen Turnieren. Da haben wir auch schon so oft Zweifel gehabt und wirklich daran, ob wir dieses Turnier gut bestreiten können. Und während des Turniers haben wir auch immer wieder Momente erlebt. WM 2014, wo wir gegen Algerien eine total schlechte Leistung geliefert haben, trotzdem weitergekommen sind und dann richtig gut waren, das abgehakt haben und uns wieder auf das neue Spiel zu konzentrieren. Und so eine Situation, so ein Algerien-Effekt, hoffen wir uns jetzt einfach für das nächste Spiel gegen England, abhaken die Gruppenphase und konzentriert mit unseren Kräften nach vorne zu gehen. Ungarn also als Algerien-Effekt?